Yo guys, what's up? The Blue Gangsta is here with the first part of this trilogy with the first game, Crash Bandicoot 1. The part. Yeah, I think Crash Bandicoot started with that, right? PlayStation 1. Auf jeden Fall, ich mache das eigentlich Deutsch-Englisch gemixt. Ich werde da auch streamen irgendwann mal, wenn ich dazu komme. Jetzt nehme ich nur lokal für mich auf und lade es dann hoch. Deswegen mache ich das jetzt erstmal auf Deutsch wegen Theory und Erklärung und Memories und bla. Alright, let's go. Akku, Akku und Uka, Uka. Das hier war, glaube ich, Akku, Akku. Schade, dass man da nicht während der Ladescreen was machen kann wie bei Dragon Ball. Dr. Cortex, wir haben die Ursache vergangener Fehlschläge noch nicht ergründet. Idiot! Dieser Beuteldachs wird mein General sein, der meine Cortex-Kommandos zur Weltherrschaft führt. Dieses Mal werde ich triumphieren. Wir sind näher dran als je zuvor. Schnell hinein in den Vortex! Aber der Vortex ist noch nicht bereit. Sie wissen nicht, was passieren könnte. Wieder versagt. Schnappt ihn! Den weiblichen Beuteldachs vor. Yo. Also jetzt wisst ihr, wie Crash Bandicoot zu Crash Bandicoot geworden ist. Und zwei Infos. Oder? Ja, gleich. Also zwei Infos. Zuerst. Was soll ich jetzt sagen? Scheiße. Ja, diese Tussi da, die Crash Bandicoots Freundin ist, die gibt es nur in diesem Teil. Angeblich ist sie im nächsten Teil mit einem Feind von diesem Teil zusammengekommen, hat ihn verlassen. Das ist aber nur eine Ausrede, die war irgendwie, keine Ahnung, zu Rated R, falls ihr versteht. Also sagen wir mal nicht jugendfrei, um das als Kindergame fortzusetzen. Deswegen wurde sie einfach entfernt bzw. ersetzt mit einem anderen Charakter, der hier eingefügt worden ist als spielbarer Charakter, den es hier aber eigentlich noch gar nicht gab. Und zwar Crash Schwester Coco. Und was war das zweite, was ich sagen wollte? Genau, hier gibt es ein Perfect Ending. Und das kriegt, ihr seht ja hier auf der Seite, kann man diese unausgefüllten, diese Blank Spots, kann man alle ausfüllen. Und wenn man die alle voll hat, auf 100% hat, dann kommt erst in der Final Stage das True Ending. Also kann man machen. Das werde ich aber nicht machen. Ich werde einfach durchrennen und so spielen, wie es mir Spaß macht. Wie gesagt, ich kann dieses Spiel streamen. Wann ich das machen werde, weiß ich nicht. Wie ich zwischen Deutsch und Englisch wechseln werde, hängt von meinen Zuschauern ab. Und ansonsten mache ich das für mich in German und dann passt das Ganze. Ich weiß gar nicht, sorry für meine Stimme, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, als ich mit Crash Bandicoot angefangen habe. 6, 7, 8, irgendwie so. The Basic. Ja. Und ja, von diesen drei Masken. Also wir müssen einfach eigentlich nur ans Ziel kommen, es gibt ein Goal und fertig. Wir können Äpfel sammeln, wenn wir 100 haben, kriegen wir ein Life. Und die Äpfel an sich sind so fürs Leben, also eigentlich wie bei Sonic. So, der kann spinnen, der kann jumpen, der kann eigentlich einen Plat Move. Oder kann er den hier noch nicht, ich weiß noch nicht genau, ich bin zu sehr an Dreier gewöhnt. Stages kenne ich auch nicht mehr auswendig, wie gesagt, schon lange her, dass ich das gesuchtet habe auf der PlayStation 1.
Und meine Maske ist sozusagen mein Extra-Life. Bei einer kann ich mich einmal verletzen, dann ist sie weg. Bei zwei von denen zweimal verletzen und bei drei kriege ich Superpowers und kann überall durchrunnen. Vielleicht jetzt. Ja. Krank. Nostalgie sein Vater. Und wenn ich alle Kisten... Ich glaube, wir sollten zuerst da lang. Ja. Ja, das geht nur eine Zeit. Oh Gott. Fuck. I'm fucked. Oh shit. Ja, wenn ich alle Kisten einsammle, kriege ich einen Emerald. Alright. Wobei, womit wir mit Emerald wieder bei Sonic wären. Oh Gott. Ich weiß gar nicht, ob Crash Bandicoot 1 der erste Teil war. Ich glaube, es war sogar der zweite. Es ist fast so wie bei Tekken, dass der erste Teil von dem Game nicht der erste Teil war, den ich gezockt habe. Das nehmen wir noch mit. Nein, da gibt es schließlich zwei Wege. Wir müssen nur gucken, dass wir da unten nicht irgendwie reinbrettern in eine Grube. Stopp mal. Doch, jetzt haben wir alle. Das war's schon. Krass. So easy ist das. So. Würde ich jetzt ein paar Kisten vergessen haben, dann würden sie alle auf seinem Kopf brettern, als Punishment sozusagen. Ich habe keinen Schlüssel bekommen. Kriegt man hier Schlüssel? Ach so, stimmt. Das war ja noch das mit den Secret Things. Hier gibt irgendwelche Sachen, die ihr erfüllen müsst zu bestimmten Punkten von der Karte zurückgehen, irgendwas Bestimmtes kaputt machen, bla bla bla, damit ihr in eine Special Stage reinkommt. Und das macht man für die 100%. Das mache ich vielleicht irgendwann für mich. Aber für jetzt brauche ich das nicht. Ich speichere einmal zur Sicherheit ab. Ah, okay, Auto speichern, cool. Ja. Und wie Crash mit der Maske dazu Beziehung steht, wird eigentlich auch nicht. Wird wahrscheinlich irgendwo erklärt, vielleicht in einem Booklet oder keine Ahnung. Ich habe es nie wirklich rausgefunden, weil ich auch nicht wirklich nachgeforscht habe. Aber dann machen wir jetzt einfach mal weiter. Ich schwitze sonst wieder zu viel. Und meine Parts, wenn ich sie lange mache, sind maximal eine Stunde, weil das ist die Maximum Aufnahmezeit an der PlayStation und das reicht mir als Grenze. Ich mache normalerweise immer nur 20-30 Minuten Parts, das ist aber mittlerweile viel zu wenig. Vor allem bei solchen Games, die viel länger gehen. TNT, 3 Sekunden und es platzt. Vorteil wie Nachteil. Dann gibt es noch die Nitros, die grünen, die explodieren sofort und man verreckt, sobald man mit denen in Berührung kommt. Oh shit, das war knapp. Weg da. Oh shit. Stimmt, die Dinger gibt's ja auch zu sammeln. Die gibt's in anderen Games gar nicht mehr zu sammeln. Fast schon vergessen. Special Stages müsste es hier eigentlich auch geben. Kommen die hier? Da oben ist was. Habt ihr es gesehen? Da seht ihr das. Da komme ich gar nicht hin. Kommt man da überhaupt hin? Keine Ahnung. Seht ihr das da oben? Da ist irgendwie was. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hochkomme. Schon zu lange her. Ich glaube, drei von den Dingern braucht man. Na, Mist.
Oh shit. Ich war zu schnell. Normalerweise muss man springen, ganz kurz warten und dann funktioniert's. So, jetzt. Aha! Doch Special Stages. Ja, hier kann ich kein Leben verlieren. Achso. Alright then. Also ich weiß gar nicht, wie ich zu dem Game gekommen bin, wie ich mir das geholt habe, oder ob ich es geschenkt bekommen habe, ausgeliehen bekommen, keine Ahnung. Schon viel zu lange her. Ich weiß es echt nicht mehr. Voll ungewohnt mit, man kann ja den Analogstick hier benutzen. Das ist total ungewohnt, denn als ich Crash Bandicoot damals gespielt habe, das weiß ich noch, also den Originalteil von hier, ich habe 3 Kisten vergessen. Fuck. Oh shit. Als ich damals den Originalteil gespielt habe auf der PlayStation 1, gab es die Controller noch ohne die Sticks. So. Und normalerweise muss man so lila Kristalle sammeln. Ja, nee, das ist ja später. Das gibt's nämlich. Das wird erst im zweiten Teil angeführt, wobei das eigentlich das Markenzeichen von Crash Bandicoot ist. Also, solange man das nicht eingesammelt hat, kann man die Stage nicht beenden. Oder es ist sinnlos, die Stage zu beenden, weil es dann einfach nicht weitergeht. Und hier sind es halt die Emeralds und die Schlüssel, die Relikte. Die sind halt Nebensache ab den zweiten und dritten Teil. Und diese Relikte kriegt man eigentlich, ich weiß jetzt nicht, wie das hier ist, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es im dritten Teil so ist, wahrscheinlich im zweiten auch, dass ihr dann hier zum Beispiel am Anfang jeder Stage so eine Uhr sieht, die fangt ihr dann ein. Und dann kommt es drauf an, wie schnell ihr durch die Stage durchkommt. Je nach Rekord könnt ihr dann einen Schlüssel freischalten. Entweder blau für normal, Silber für gut und Gold für perfekt. Dazu gibt es dann noch das Feature. Das war jetzt dumm. Da kann man ja gar nicht drauf springen. Idiot. Auf jeden Fall, was soll ich jetzt sagen? Ja, gibt es da halt noch das besondere Feature dazu, dass es manche gelben Kisten gibt, erstens. Und diese gelben Kisten haben jeweils 1, 2 oder 3, je nachdem, je höher die Zahl, desto länger bleibt die Zeit, laufende Zeit stehen. Also die tickende Uhr, das ist das erste Feature. Und das zweite ist, ihr verliert kein Leben. Und kommt wieder am Anfang der Stage, wo ihr die Uhr dann nochmal nehmen könnt oder einfach so weitergehen könnt. Wobei, wenn ihr das zweite Mal beziehungsweise das nächste Mal diese Uhr nicht mehr nehmt, dann verliert ihr auch Leben, wenn ihr abkackt. Ich glaube, hier gab es irgendwie so ein Secret. Da muss man ja drüber springen. Hallo? Warum? Will ich mich verarschen? Geht doch. Ja, ja, rutschig. Ja, und so viel kann ich euch gar nicht zu Crash Bandicoot 1 sagen, weil wie gesagt, ich glaube, das war der längste Teil von allen, den ich gezockt habe, aber da war ich halt noch am jüngsten und deswegen ja, habe ich da nicht mehr so viel, oh shit, im Kopf. Mann, war das knapp. Ja, die kriege ich irgendwie immer zusammen. So, zuerst die hier. Okay.
Ja, ich weiß, normalerweise macht man das nicht so, aber da konnte ich es mir leisten. So. 11 Stück krank und 3 Leben. Passt doch perfekt. 38 Kisten. Oh fuck. Nein, wir haben schon wieder. Hä, das kann doch nicht sein. Oh shit. Ich Idiot. 8 Kisten. God damn it. Egal. Ah, konnte man da weiter? Shit, nicht. Egal, jetzt seht ihr es. Ja, 8 Kisten. Zum Glück nur so wenig. Oh Mann, warum haben da jetzt schon wieder 8 Kisten gefehlt? Egal, let's move on. Let's see what we got. Ah, okay, jetzt kommt so eine Riesenkugel hinter uns her. Und wir müssen von der wegrennen. Wie komme ich drauf? Weil die Richtung verändert wurde. Also wir müssen nicht mehr nach vorne oder von links nach rechts, sondern nach hinten. Und hier sind wir safe. Unser Safe Spot. Bis hierhin geht es auch noch, aber ab da nicht mehr. Also da, wo der Schatten der Kugel aufhört. Was man bei der PS1-Version aber nicht so gut erkennen konnte. Hoffentlich kriege ich alle Kisten. Scheiß mal auf die Apples. Obwohl, die Kisten müsste ich eigentlich auch nicht alle fangen. Weil der fährt ja platt, der überfährt die ja eigentlich. Wäre eigentlich... Oh Gott. Das hat mich damals so oft aufgehalten. Oh oh, der ist ziemlich nah dran. Okay, easy. Shit. What? Alright, then got it. Geht doch. Zack. Wunderbar. Hier gab's auch einen Schlüssel. Gibt's da überall einen Schlüssel, dass man zu diesem Secret Dings kommt? Ich weiß, wo es einen gibt. Ich kann es euch einmal zeigen, damit ihr Bescheid wisst. Aber da müssen wir zuerst zu dieser Stage kommen. Und ich weiß nicht, wo die ist. Aber mir wird es auffallen, sobald wir da sind. Upstream. Sammle 3 Gesichtstokens, um eine Bonusrunde freizuschalten. Achso, ja, die meinen dieses Vibe-Emblem. Ja, war es jetzt nach hinten oder nach vorne? Achso, ja. Nein, das ist nicht die Stage. Das ist die Stage. Man kann schon ungefähr, also man weiß schon, kann sich auch ab und zu mal ändern, aber allgemein weiß man schon, was für eine Art Stage es ist, je nach dem Winkel, wie die Stage angezeigt wird, beziehungsweise in welche Richtung man da laufen muss. Waren da unten nicht Kisten? Ich glaube nicht. Ja, whatever. So, wünscht mir Glück. Habe ich jetzt zwei oder nur eine davon? Hä, ich habe diesen Piranha oder was auch immer das sein soll gar nicht gemerkt. Oh fuck, that was close. Alright then. Ah, verdammt. Okay, shit, ich habe mich nicht bewegt. Mein Fehler. Ich war stunned, weil ich erstmal beobachten musste,
Was ist denn jetzt eigentlich vor mir? Jetzt habe ich... Den vergesse ich auch die ganze Zeit. Jetzt habe ich die, keine Maske mehr, was jetzt mittlerweile auch egal ist. Wieder Äpfel habe ich... Ja, das geht da noch. Zum Glück verliert man nicht die auf einem Schlag. Und schon wieder habe ich ihn vergessen. Verdammt. Ja, ja. Ich kenne mich schon. Zum Glück funktioniert das hier. So, jetzt vergesse ich dich. Ah, ein Leben dazu gekriegt. Zum Glück gibt es hier kein Piranha. Zack, 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 zack. Die Maske ist mit Absicht hier. Ernsthaft. Ernsthaft. Vor allem, warum kann der nicht schwimmen? Das sieht doch gar nicht so tief aus, vor allem. Na egal, weiter geht's. Nein, diesmal vergesse ich dich nicht. Alright, aber ist schon cool gemacht, oder? Also ich finde auf jeden Fall. So, geht doch. Und diesmal ohne Pause. Warte mal ganz kurz. Sorry for that, let's move on. Got all three of them. Hoffentlich kriegen wir ja auch alle 36. 22 Stück Küsch. Okay. Sieht jetzt noch ganz easy aus. Und bleibt es auch. Okay. Drei Kisten noch. Das müsste... What the... Der ist weggerutscht. Der ist einfach weggerutscht. Ja, komm. War so klar. Ja toll, wo sind die restlichen? Ich weiß wo. Wasserfall. Let's try it out. Drei Kisten. Sad Sheet. Wobei ich eigentlich wusste, warum habe ich nicht nachgeguckt? Ich voll Idiot. Ach egal. Hier war es ja eigentlich voll easy, die zu holen. Alright, der erste Endboss. Danke, er kommt. Wieder von vorne, krank. Kann man da einfach so drauf springen? Soll ich es mal versuchen? Ja, doch. Oh mein Gott, und ich warte wie ein Idiot. Alter, wie easy. Oh mein Gott, ist... Oh mein... Und ich hab's mir so kompliziert gemacht, ich Vollidiot. Und tschüss. Scheiße, war das easy. Bullshit.
Ah, shit, ich wollte euch zeigen, was da hinten ist. Aber ich mache das hier noch, dann zeige ich euch, was da hinten ist. Und dann, glaube ich, war's das für diesen Part. Wie gesagt, das Ding hört von selbst auf. Ich habe jetzt nicht wirklich einen Timer drin. Aber whatever. Es müsste an eine Stunde rankommen. Oder ich höre mich halt komplett. Nummer 1. So viele Kisten auf einmal. Okay, die gibt's auch noch. Aber die sehen hässlich aus. Krank. Das war schlecht von mir. Die zwei sind auch gleich weg. Oh shit. Wow, dass ich das noch überlebt habe. Oh Gott, fehlen da noch viele. Don't! Ich hätte nicht springen dürfen. Spring schon wieder. Zwei. Okay. Holy Macaroni. Boah, zum Glück habe ich den nicht weggefetzt. Vielleicht hätte ich die Kiste ja kaputt gemacht. Okay, da oben ist nicht mehr. Noch 50 Kisten. Goddamn. Aha. Hoffentlich kriegen wir hier viele. Alright, dann let's move it. Okay. 21, das geht ja noch. Ernsthaft. Idiot, ich brauche das eigentlich gar nicht so machen, aber wegen den Apples ist halt cool. Ich könnte einfach jetzt durchspringen und so, das würde auch easy gehen. Aber ich mach's lieber auf die kompliziertere Art und Weise. Den holen wir uns noch. Very nice. So. Geht doch. Hey, jetzt haben wir über der Hälfte durch. Nein! Ich kann da halt nicht stehen bleiben, weil dieses ohne Muss, das bleibt halt nicht die komplette Zeit stehen. Rettet irgendwann mal. Mist. Und schon gehen wieder meine ganzen gesammelten Extra-Leben drauf. Aber nicht wegen euch. Eins von dreien. Zwei von dreien. Ja, sorry, das dritte habe ich nicht bekommen. Da hätten wir wahrscheinlich auch nochmal 20 Kisten gekriegt. Dann hätten wir alle. Aber da laufe ich jetzt nicht zurück. Wie viele hätten wir denn gekriegt? Warte. Ach so, 6. Das heißt 23 Kisten. God. Das wird jetzt wehtun. Okay, dann. Ich glaube, das lassen wir uns für den nächsten Part. Ich zeige euch nur kurz mal,
was man hier machen kann. Und zwar kann man hier Coco nehmen. Das ist im Normalfall gar nicht möglich. Jetzt kann ich direkt wechseln. Also im Original-Game ist es gar nicht möglich. Hier ist es aber möglich. Das ist ein extra Feature von der HD Collection. Nochmal danke an den, der mir diese sponsoriert, keine Ahnung, einfach gegeben hat. Dankeschön. Und ja, damit verabschiede ich mich. Hoffe, der erste Part hat euch gefallen. Wie gesagt, es könnte Live-Parts geben. Und ja, ansonsten war's das. Thank you all guys for watching. See you on the next part. Blue Gangs is out. Peace, YouTube. Word.